And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time, we got this toilet brush. Eine Bürste mit kurzem Griff und abgenutzten, verfilzten Borsten. This toilet brush from the kebab vendor, who used it to baste his kebabs with it. And we stole it from the owner of the club, Alamut. Yeah, and we stole it with the help of Neo, who told us a specific phrase that we should say to the kebab owner, which was Il Akelkalb. And, well, to put a long story short, in the end we got the toilet brush, even though we had to risk our life getting it, and now we will return the toilet brush to the owner. Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Naja, ein paar Brocken Arabisch kannte ich schon, aber es wäre weder schlau noch höflich gewesen, sie hier anzubringen. Yes. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, now we have the key to the toilets. Okay, I have no idea why we would actually... Well, we learned that Klausner went to a place called Bull's Head, and that Ulta would take us to this place, at least if we gave him $50, which we don't have. So actually we would need to earn some money, it appears. However, right now we are in this toilet, and well, there must be a reason for it, so let's take a look around. Hallo? Ist da jemand drin? Keine Antwort, also schubse ich mal. A toilet? Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Aha. Das Toilettendesign unterscheidet sich leicht von dem, was ich gewohnt bin. Aber eine Spülkastenkette ist überall auf der Welt gleich. Ups. So now we have a toilet chain. Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Okay, there we can do something. Das Becken scheint ganz sauber zu sein, aber es fehlt der Stöpsel. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. That's a strange... it's just... Okay, you can't interact with this tile. You can interact with this, however. Ein endlos Handtuchspender. I bet we can open it with our keys. Yes. So now we have a toilet chain and a towel. Ein Stück von einem groben grauen Handtuch aus der Toilette des Club Alamut. Is there anything else? No. Let's go back and we should. We should try to earn some money, and we know that Pearl
The wife of Dwayne Henderson was actually looking for a souvenir. So maybe we can do something about that. I do actually remember some things from of this game, like this Keba chase scene. But also somehow I distinctly remember that there was something to do with this statue right here. Diese Statue kommt meiner Vorstellung von einer Antiquität recht nahe, aber dennoch wirkt sie auf mich wie eine billige Gipskopie. Maybe you could try to sell this to Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas von dem Regal will. Aha, now Neo is actually playing with the ball. And so that's okay. So if we now ring the bell, the ball will bounce off onto the shelf. And if we now stroke the cat and then do that, this will hopefully knock off the statue from the shelf. Because that's how I remember it. Yes. And now we have the statue. And die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Okay. It's a bit rusty, but still. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Could we try to, let's try to sell it to Pearl. Maybe that's, that will convince her. Hallo Pearl. Hallo George, schön Sie zu sehen. I have something for you. We can talk to her about various things, and therefore we shall do so. Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, nein, habe ich nicht. Ist der hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Bull's Head Hill. Do you know some Arabic by any chance? Wissen Sie, was Il Akel Kalb heißt? Ach, klingt das romantisch. Hm. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das ist. Haben Sie den Taxifahrer getroffen? Ulta. Hilfe, ja. Was für ein großer Mann. Sehr muskulös. Aber Sie haben keine Runde mit ihm gedreht, oder? Also, George, Sie sind mir ja wirklich der absolute... Ah. Oh, Sie meinen im Taxi? Nur gefahren? Nein, Dwayne hatte kein Interesse, deswegen haben wir es gelassen. Again, it left... Lost a bit in the English in the German translation. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein! Mit meiner Verdauung? I have a toilet chain. Wie gefällt Ihnen die Kette für die Toilette? Sie sind ein ganz seltsamer George. Would you like to buy this ancient statue of Interessieren mine? Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Haben Sie etwas, George? Wie wär's mit dieser feinen Statue? Oh, George, das wäre ideal. Außer, ich weiß nicht. Sieht neu aus, George. Sie würden doch nicht versuchen, mich hinters Licht zu führen, oder? Of course George? Not. No. Großer Gott, nein, Pearl, nichts liegt mir ferner. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. I think we have to modify the statue a bit. Ja? And I think what you have to do... Das aufgeweichte Tuch aus dem Rinnstein. Yeah, is to use this handkerchief on the statue. Yes. Der Gips scheint die Theaterschminke nur so aufzusaugen. Und dann sieht er echt wie Stein aus. Aha. Hallo, Pearl. Hallo, George. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue?
Oh, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Aber da ist eine Sache. Es sieht dieser modernen Statue, die Sie mir gezeigt haben, verdammt ähnlich. Nun, das ist, weil... wissen Sie, das ist, weil... Das ist, weil... Das ist, weil die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat, und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt alles, ja. Oh, George. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Es gibt keinen Grund, glauben Sie mir. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duane suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Okay, that was quite close. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? But we managed to fool her. So let's get the money from Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? I would like to sell you the statue. Was halten Sie davon? That is most certainly antique. Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Ever been to Bull's Head Hill? Schon mal von einem Hügel namens Bull's Head gehört? Glaube nein. Wo ist das? Weiß ich nicht. Das versuche ich gerade herauszufinden. Bull's Head, was? Das muss ich mir merken. Klingt sehr malerisch. Haben Sie Ulta getroffen? Oh, die luxuriöseste Taxifahrt mit Klimaanlage muss fahren. Ja, der Taxifahrer. Wollte uns reinlegen, ist mit uns wild in der Gegend herumgekurvt. Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Wissen Sie, was Il Ackel Kalb bedeutet? Haben Sie das auch dem Kebabverkäufer erzählt? Aha. Oh nein, ich spreche kein Arabisch. Hm. Kein Wort. Then why do you know what Il Ackel Kalb means? I think you are a liar. Okay, bis bald, Wayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Actually, let me show you my very fine toilet chain. Because this is the most important. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Take a look at my toilet chain, will you? Sagt Ihnen diese Kette aus der Toilette etwas? Es bedeutet, dass irgendwo jemand nicht die Toilettenspülung betätigen kann. Good point, in fact. Hier habe ich ein Handtuch. Ja? Nein, das war's. Hier habe ich ein Handtuch. Oh, ich habe einen Zaubertrick oder sowas erwartet. Okay, bis bald. Worauf? Let us show the toilet chain to Neo. Ah, he stopped playing with his ball, in fact. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Was ist mit deinem Ball passiert, Neo? Mein Vater hat ihn mir leider weggenommen. Neo, das tut mir leid. Kein Grund zur Aufregung, Sir. Bald wird er vergessen haben, wozu er den Ball hat und ihn in den Marktstand legen. Dann hole ich ihn mir wieder. Tut mir auch leid, dass die kleine Statue beschädigt ist. Auch darüber keine Aufregung, Sir. Sie steht schon lange auf dem Regal. Sie hatte als Verkaufsobjekt sowieso keinen Wert. Tja, wie heißt es so schön? Hände weg. Sehr witzig, Sir. Should we give him a bit of the money? Hey, ich habe den Touristen $50 abgeknöpft. Gratuliere, Sir. Sagen Sie mir, wie haben Sie das gemacht? Oh, nun, ich habe Ihnen nur verkauft, was Sie für eine Antiquität hielten. Und es war keine?
Erinnerst du dich an die Gipsstatue, die die Katze zerbrochen hat? Oh, Sir! Ich habe sie nicht das Eigennutz übers Ohr gehauen. Da geht es um mehr, als ich jetzt erklären kann. Und darf ich dich daran erinnern, dass du für einen roten Ball meinen Hals aufs Spiel gesetzt hast? Oh, nun, ja, in diesem Fall, ich gratuliere nochmal, Sir. Danke. Was hältst du von der Spülkette für die Toilette? Bauen Sie eine Toilette in kleinen Raten zusammen? Das habe ich aus dem Club Alamut ausgeliehen. Wie schön für Sie. And when we'll come wir back, sehen folks, uns, Neo. We will pay, Ulta, and go to Bull's Head Hill. So until next time, folks, until then.